Dieses Album ist genau ein einziges Mal 1996 auf Vinyl rausgekommen. Massive Töne, Kopfnicker. Wo habe ich das her? Das erfahrt ihr nach dem Intro. Ja, vielleicht habt ihr es ja schon im Videotitel gelesen. Ich war mal wieder auf dem Vinylflohmarkt. Diesmal hat er allerdings stattgefunden in Karlsruhe in der Stadtmitte, nicht wie zuletzt berichtet mal in der Kulturküche. Und da habe ich auch dieses wunderbare Schätzchen gedickt. Und ich kann euch sagen, es war wirklich wahnsinnig viel los. Viele, viele bekannte Leute aus der Vinyl-Community. Und ich habe es mir dann mal nicht nehmen lassen, in Rücksprache mit dem Veranstalter, dem Lukas von Vinyl Express, den er ja auch aus einem Interview von mir kennt, einfach mal so ein bisschen über die Veranstaltung zu laufen, ein bisschen mitzufilmen, ein paar Leute vor die Kamera zu zerren. Den Veranstalter selbst natürlich, aber auch Händler, die an dem Tag ausgestellt haben oder andere Leute aus der Vinyl-Community und alle, die sich im Vinyl- und Universum bewegen, die werden so manche bekannte Gesichter endlich mal exklusiv zum ersten Mal live vor der Kamera sehen. Also seid gespannt und schaut mal rein, wen ich alles getroffen habe. Viel Spaß mit den Interviews und den Eindrücken vor Ort. Ja, kaum betrete ich hier die neue Location und dann treffe ich doch auch gleich schon wieder jemanden, den ich kenne hier. Unser lieben Lars, den Nadelneuling. Sehr, sehr Moin. Geil. Grüß dich. Sehr schön, freue mich mega, dass ich hier treffe. Ich habe gar nicht mit dir gerechnet. Dito, obwohl wir ja beide quasi hier aus der Gegend kommen. Ja, ja. Und wenn man mal so einen Vinyl-Flohmarkt direkt in der Nachbarschaft hat, dann muss man hin. Das sehe ich genauso. Sag doch mal einfach mal, was ist denn dein erster Eindruck, wie du hier durchgewandert bist? Also erst einmal hat mich die Location positiv überrascht. Ich kenne allerdings die ersten beiden Vinyl-Flohmärkte nicht. Ich glaube, du warst auf den beiden. In der Kulturküche hast du verpasst. Ja. Richtig. Und hier sind wir in einem wunderschönen Innenhof, ziemlich im Zentrum, in der Baumeisterstraße in Karlsruhe. Ich glaube, hier vorne dran ist ein Nachtclub oder so, irgend so etwas in der Art, oder ein Club. Und hier dieser wunderschöne Hinterhof, gut gepflegter Rasen. Und auf der einen Seite des Hofes sehen wir die Stände. Es ist übersichtlich, aber wir sehen, dass sich das Volk kräftig tummelt. Auf jeden Fall, weil es ist gerade erst mal losgegangen. Also hier Zeitfenster, so fünf Stunden, ne? 11 bis 16 Uhr war es. Ja. Eigentlich auch gut gewählte Zeit für einen Samstag. Also mich hätte man heute Morgen um 8 jetzt nicht aus dem Bett klingeln sollen. Nee, es ist sehr verträglich, auch wenn man die Nacht davor vielleicht irgendwie noch in der Stadtmitte im Club auf dem Dancen war. Auf dem Rasen übernachtet, kann man echt direkt wie das über 40-Jährige wie ich so tun. Für gewöhnlich, ja. Ich wäre den Rest des Wochenendes im Arsch. Sehr gut. Aber du bist auf jeden Fall prepared, habe ich schon gesehen. Du hast schon eine Hülle dabei, um eine neue Platte reinzutüten. Ja klar, weil ich auf dem Fahrrad gekommen bin und ich dachte mir, oh, jetzt bitte nicht Schallplatten hinten auf den Gepäckträger schnallen. Also habe ich mir einen Karton mitgenommen, falls ich hier doch irgendwie einen Pick mit nach Hause nehme. Das ist ja wohl weislich. Da musst du nur aufpassen, dass es nicht am Ende ein Turm wird oder so. Weil ja. Es gibt schon einige Versuchungen hier. Muss ich, keine Ahnung, Hermes anrufen. Ich habe keine Ahnung, was ich denn mache. Sowohl rare Schätzchen als auch das ein oder andere Schnäppchen. Also Uffbasis, sage ich immer. Auf jeden. Ja, Lars, wird man dich demnächst noch mal irgendwo hören, noch mal irgendwo sehen? Nadelneuling und so, hast du jetzt eine längere Pause? Ich habe neulich mal auf die Uhr geguckt. Nadelneuling ist ja seit anderthalb Jahren jetzt schon im Winterschlaf. Ja, eine Winter-Sommer-Herbst-Frühlingspause. Aber da ich, sag mal, ein eigentlicher Kabarettist, Kleinkünstler bin, wollte ich mich dann quasi in der Mitte von 2022 auch dieser Profession wieder ein bisschen widmen. Aha. Und das geht ja so langsam wieder los. Auch jetzt im Herbst geht es wieder weiter. Deswegen ist es immer schwierig, da so den richtigen Zeitpunkt zu finden. So, machen wir mal wieder eine Episode. Aber ich habe das ganze Nadelneuling-Projekt nicht aufgegeben, weil cool. Ich habe ja verdammt noch so viele Fragen. Eigentlich habe ich ja noch genug Fragen, die ich entsprechend den Vinylisten gerne stellen würde. Und ich meine, die Community ist letzten anderthalb Jahre so aus allen Nähten geplatzt. Also da wird es ja jetzt nicht Wahnsinn, mehr an oder? Leuten fehlen, die da irgendwie toll. Bock haben, mal zu dir zu kommen und mal über was loszuquatschen. Also die Themen, die Leute, es fließt alles nur rum. Also insofern freut mich jetzt mega zu hören, dass es nochmal ein Reloaded gibt. Und für alle da draußen, die den Nadelneuling noch nicht kennen, weil sie vielleicht die letzten Monate irgendwie nichts Neues kam und es irgendwo nicht angezeigt wurde, ich verlinke mal den kompletten Podcast und empfehle natürlich besonders die Folge, wo ich zu Gast war. Ich glaube, es gibt sogar mehrere Folgen, wo du zu Gast warst. Ja, stimmt. Es sind also mindestens zwei. Ach, schaut doch mal selber nach. Das ist alles schon so lange her. Jeden. Jahre.
Also nachhören lohnt sich auf jeden Fall. Es ist nicht aus der Zeit gefallen. Genau. Und macht immer Spaß und passt auf jeden Fall für jeden Violinisten da draußen. Besonders für die Einsteiger, aber ich finde, es ist auch immer sehr viel fortgeschrittenen Content. Und vor allen Dingen auch viele Leute, die man so aus der Szene durchaus kennt. Also einfach mal durchscrollen und entdecken. Zum Beispiel Violinisten, die mittlerweile richtig gut unterwegs sind und die quasi bei mir auch so ein bisschen in ihren Anfängen noch waren. Ne? Stimmt, ja. Das muss man auch noch sagen. Ja, lieber Lars, da fehlt ja eigentlich nur noch der Daumen. Daumen hoch und machen, oder? Einfach machen. Also viel Spaß weiterhin beim Diggeln und danke, dass du dir Zeit genommen hast. Also dann habe ich mal hier für euch den wichtigsten Mann des Tages, den lieben Lukas, der das Ganze hier organisiert, veranstaltet. Und wenn ihr aufmerksam dem Podcast und dem Kanal folgt, dann kennt ihr ihn auch schon vom Vinyl Express. Da gab es nämlich das Interview, übrigens auch sehr zu empfehlen. Da gehen wir auch noch ein bisschen detaillierter hier auf den Flohmarkt ein. Und ja, jetzt würde ich gerne mal hören, wir sind hier auf einer neuen Location, nicht mehr in der Kulturküche. Ja. Was ist passiert? Was führt uns hierher? Ja, eigentlich nur die Terminproblematik. So der Hauptgrund, weshalb ich jetzt einmal umgezogen bin. Genau, aber der Grund ist halt, dass es weniger Termine jetzt im Herbst gab in der Kulturküche. Nichtsdestotrotz werde ich dann wieder zurückkehren nächstes Jahr im Frühling, weil das hat ja alles sehr gut geklappt und es passt alles sehr schön rein. Und hier bin ich halt, das ist so ein bisschen wie mein Wohnzimmer. Ich mache jetzt seit knapp 20 Jahren Konzerte hier im Saal. Kennt der eine oder andere bestimmt auch schon von Live-Konzerten. Deswegen hat sie das angeboten, hier dann umzuziehen für das. Ja klar, da bist du ja schon gut hier vernetzt. Genau. Heißt aber, dass das hier jetzt erstmal eine Ausnahme bleibt. Das wandert wieder zurück in die Kulturküche. Das ist und so der Plan bis jetzt, genau, dass wir dann wieder im Frühling dann wieder umziehen und genau. Ja. Deswegen auf jeden Fall schon mal vormerken, der nächste ist ja schon gleich terminiert und schon ausgehängt, ja, sagt es nochmal. Frühe Vogel, genau, 11. Mai nächstes Jahr in der Kulturküche wieder. Ja. Genau, das ist so der Plan, genau. Ja, sehr cool. Ja, also ich finde hier die Location auf jeden Fall auch gute Alternative. Man ist ja auch schön irgendwie im Freien, genug Platz zum Dingen hier, auf imposantes Gebäude und alles. Also passt schon irgendwie gut zusammen, ja. Also gefällt mir. Und ständemäßig haben wir hier auch wieder die komplette Bandbreite. Gibt es Leute, die jetzt zum ersten Mal hier sind? Muss ich kurz überlegen. Es gibt so ein, zwei Einzelverkäufer, die nur mit ein, zwei Kisten da sind. Privatleute, die sind zum ersten Mal da. Genau, ich glaube, nee, das meiste sind jetzt Privatleute, die zum ersten Mal da sind. Der Rest ist so der harte Kern, die letztes Mal auch da waren. Ja. Genau, der eine oder andere ist neu von den Händlern, die dann noch nicht so oft hier waren, aber ja. Es hält sich so als so ein gewisser Kreis an Leuten. Finde ich auch ganz gut, dass die Mischung beibehalten wird zwischen professionelleren Verkäufern, aber auch ein paar private. Weil die Profis siehst du ja auf den ganzen Börsen meistens schon. Und das ist dann schon ein bisschen, das kennt man alles, das Sortiment. Und wenn dann noch ein paar sich privat untermischen zum Verkaufen, ist noch ein bisschen spannender für den Käufer einfach, weil dann nochmal andere Sortimente dazukommen. Genau. Ja. Naja, Leute, die damals das Interview mit dir gesehen haben, die werden ja schon bestens informiert sein, die das verpasst haben. Vielleicht kannst du für die nochmal sagen, was macht den Vinylflohmarkt nochmal zu was ganz Besonderem hier in der Region? Ja, ich glaube, das sieht man entweder hier oder auch in dem ersten Video, wo du mit uns oder mit mir gemacht hast. Das ist so, die Atmosphäre ist einfach anders, da ist alles ein bisschen aufgelockerter, quasi ein bisschen aufpoliert. Dieses Börsen- oder Flohmarkt, Schaltbahn-Flohmarkt-Image ist ja alles meistens in so stickigen, engen Hallen. Und hier ist es halt einfach meistens im Freien oder in schönen Gebäuden auch. Da finde ich es auch sehr wichtig, dass die Atmosphäre auch stimmt, dass die Location stimmt. Dann läuft ein bisschen Musik, es gibt Kaffee, Kuchen und alles ein bisschen moderner, ein bisschen frischer, ein bisschen abgestaubt. Und genau. Aber grundsätzlich geht es immer um die gleiche Sache, um Vinyl, aber einfach ein bisschen herausgeputzter, genau. Ja. Das ist die Idee. Aber auch mit diesem Namen Flohmarkt, ich finde, das ist auch gleichzeitig irgendwie so ein Community-Treff. Ja, ja. Also es ist einfach mehr als das und ja, auch die Börse ganzen. Börse ist gleich immer so ein harter Begriff, finde ich. Ja, genau. So alles schon eingegrenzt. Ne? Die Börse, da wird gar nicht groß verhandelt. Da gibt es dann irgendwie zigtausend Kisten mit Platten und dann kauft man das, was da draufsteht am Preis. Und hier ist es eher so ein bisschen, ja, schon einfach ein bisschen auch Flohmarkt-Charakter haben, das ist ganz klar. Genau. Also ich glaube, damals hatten wir es auch so in etwa gesagt und so kann ich es auch nur noch mal betonen. Es ist eigentlich das Beste aus dem Flohmarkt und das Beste aus einer Börse und die schlechten Sachen sind einfach weggelassen und
es ist einfach zum Wohlfühlen. Getränke gibt's und Tex Dixie Guess hat ja schon nicht selten marktschreierisch verkündet, es gibt auch Eis bei Moe's, Kuchen auf Spende, es ist alles da, rund um ein Sorglospaket und coole Platten und ja, also ich finde es ganz toll, dass du das hier aufziehst und weiter vorantreibst und schon gleich den nächsten Termin um die Ohren schießt, genau, so soll das sein. Man muss sich auch was freuen dürfen, genau. Auf jeden Fall und wann immer es passt, komme ich sehr, sehr gerne vorbei. Und jetzt war es hier nach dem dritten Mal mal fällig, auch mal hier nochmal ein eigenständiger Bericht drüber zu machen. Also sehr cool, dass du Zeit gehabt hast, was Auskunft zu geben. Super, super gerne. Also noch ganz viel Spaß und Erfolg auch beim Verkaufen. Ja, jetzt habe ich hier mal ein echtes Urgestein hier vor der Kamera, nämlich den legendären Mo von ehemals Mo's Plattenladen, ehemals was den Laden betrifft, ja, weil... Ja, vor kurzem hast du leider die Pforten geschlossen, war echt eine Institution in Karlsruhe. Ich weiß nur, wie meine Tränen geflossen sind, als ich die Story gelesen habe, dass du zumachst. Aber jetzt kommt die gute Nachricht, es gibt dich noch. Magst du mal kurz erklären, wo man dich noch finden kann, außer hier auf dem Menüflohmarkt? Klar, natürlich gibt es mich noch, mich wird es auch natürlich immer geben. Mich gibt es noch in Form eines Online-Schallplattenhändlers. Mhm. Wir haben ja schon immer Discogs und eBay gepflegt und das wird auch weiter so passieren. Seit vielen Jahren betreibe ich 2 Plattenlabels, auch länger als es den Laden gab. Und auch das läuft weiter, das heißt, ich bin im Schallplattengame noch drin. Mhm. Und bin ab und zu auf einer Veranstaltung in und um Karlsruhe anzutreffen. Das kann ein Konzert sein oder wie hier jetzt beim Vinylflohmarkt, dass ich hier einen Stand mache. Veranstaltungen, die mir persönlich gefallen und wo ich Freude dran habe, in irgendeiner Form teilzunehmen, dann mache ich das. Cool. Aber, ja. Und die 2 Labels, wie heißen die? Das ist Hand of Doom Records und Backbite Records. Ja, okay, cool. Werde ich auf jeden Fall mal verlinken. Findet man die auch bei Instagram, oder? Klar, Insta, Facebook, überall, alles, Google, überall vertreten. Also. Aha. Okay, cool. Ja, und auf jeden Fall kann ich sagen, so was Community betrifft, sind sehr, sehr viele über deinen Discogs gestolpert und haben auch schon Platten bei dir bestellt. Ah ja. Und was auch einige vielleicht wissen oder hiermit dann mal wissen sollten, du bist einer meiner Hauptverteiler von den Vinyl- und Stickern. Also wenn ich dich treffe, dann gibt es immer gleich einen ganzen Turm davon, weil du mir die dann auch in deine Mail-Order-Sachen reinpackst, genau, was ich natürlich mega finde. Ich schmeiße das in alle deutschsprachigen Pakete rein. Solange ich Sticker habe, schmeiße ich die gerne mit rein. Ja, das ist ein kleiner Handstrich. Ja, super cool. Und so kamen dann tatsächlich schon Leute zu mir und gesagt, so, ey geil, ich habe gerade was von Mo gekriegt und dann den Sticker irgendwie gefunden. Also es ist natürlich ganz witzig, wie so dann die Verknüpfungen wieder sind. Ja. Und ich muss sagen, mit den Labels habe ich mich noch gar nicht so stark auseinandergesetzt, aber das werde ich jetzt mal zwingend nachholen und mich da auch mal nochmal kundig machen. Ja. Weil bis jetzt war ich immer so genau auf den Laden fixiert und dich dann auch im Laden zu treffen oder jetzt halt hier beim Menüflohmarkt, da bist du immer dabei, deswegen auch... Ja. Hier eine Investition. Muss man auch sagen, der Lukas von New Noise Konzerte, der hier den Vinylflohmarkt regelmäßig organisiert, der macht das hervorragend. Das ist für uns Verkäufer und auch für die Kundschaft immer eine total angenehme Veranstaltung. Also habe ich eigentlich so noch nie erlebt. Nee, das wirklich, zu erwähnen, hat man auch noch mal im Gespräch mit Lukas selbst eben. Es ist einfach das Beste aus beiden Welten. Einerseits der Flohmarktwelt und andererseits der Schallplattenbörse-Welt, ja, und sind einfach nur coole Leute und nette Stimmung, gute Stimmung. Muss man und so sagen, ja. Jetzt auch, obwohl das ja hier nur eine Ersatzlocation erstmal sein sollte in der Stadtmitte, sechsmal ist ja wieder in der Kulturküche, ist trotzdem sehr geiler Ersatz. Also das kann man jetzt nicht nur hier für diese Sonnenterrasse sagen, wo du gerade den Platz genommen hast. Ja, ich werde gerade schön gegrillt. Sondern auch einfach hier mit diesem historischen Gebäude und diesem Innenhof, ist einfach super schön. Also kann nur sagen, wo immer es stattfindet, herkommen, mitmachen, dabei sein. Auf jeden Fall. Und magst du vielleicht noch zum Abschluss sagen, wenn man jetzt mal deinen Online-Store durchklicken will, was ist so dein Steckenpferd? Bist du auf was spezialisiert? Also durch die Labels, die ja sehr, sehr gitarrenlastig sind, also irgendwo in der Schnittstelle zwischen Heavy, Doom, Punkrock und Hardcore spielt sich da fast alles ab. Und dadurch, und dass man dann eben auch mit anderen Labels da Ware austauscht und so weiter, ist der große Bestandteil Musik dieser Spielart. Also ich sag immer, wir sind sehr gitarrenlastig. Ja.
gesamten Sortiment, das spiegelt sich da schon wieder. Mhm. Und da haben wir auch regelmäßig exklusive Produkte, die eigentlich nur für den US-Markt bestimmt waren, mhm. weil ich da dann was tauschen konnte mit einem US-Label oder sowas. Okay. Also das, ja, cool. Kann man erwähnen. Und ansonsten bin ich ein klassischer Händler an und mhm. Verkauf. Das heißt, wenn ich morgen eine Soundtrack-Sammlung kaufen kann, dann habe ich mal für den Moment viele Soundtracks. Und wenn es übermorgen eine Jazz-Sammlung ist, dann ist es halt Jazz. Ja. Ich nehme dann auch, was ich kriegen kann, klar. Ja, ja, bist du flexibel. Also ich würde sagen, dann ist sowohl für die Leute, die was speziell suchen, als auch die, die einfach mal so die Bandbreite suchen, da sind, glaube ich, bei dir gut aufgehoben. Deswegen auf jeden Fall mal in die Videobeschreibungen reinklicken und die nächste Platte bestellen, wieder mit Vinyl und Sticker. Oder brauchst du nochmal welche? Kannst mir gerne Nachschub geben. Okay, da werde ich mal auf jeden Fall wieder die Pressmaschinen anschmeißen. Sehr cool. Dankeschön. Ja, danke dir. Ja, jetzt haben wir mal hier den lieben Jürgen, diesmal auch mal live und in Farbe, nicht nur auf die Ohren. Ihr kennt ihn als Vinyl- und Podcast-Hörer aus Folge 14. Da haben wir nämlich über Live-Konzerte gesprochen und da war er hier stellvertretend auch unter anderem fürs Kohi in Karlsruhe. Da war er ja sehr bekannt ist hier für coole Konzertlocations. Und wie man weiß, wenn irgendwas mit Platten hier in der Region ist, dann trifft man immer Jürgen, immer. Ganz sicher, ich glaube, wir haben schon so ziemlich jeden Record Store Day, der die letzten Jahre hier war, irgendwie eine Schnittmenge gehabt und waren mal kurz unterwegs. Auf jeden Fall. Ja, und heute Vinyl-Flohmarkt. Gibt es irgendwas, was du so auf deiner Bucketlist hast oder bist du ganz frei hier heute aufgetaucht? Völlig frei hier aufgetaucht, um mal zu gucken, ob man irgendwelche Sammlungslücken schließen kann oder vielleicht auch noch irgendeinem, was über den Weg läuft, was man schon ewig gesucht hat. Ja. Und was bereit ist, den Besitzer zu wechseln, zu einem anständigen Preis. Ja, klar. Da guckt man halt rum. Also viel habe ich bisher noch nicht gefunden. Aber hör mal, bei deiner großen Sammlung, da hast du eigentlich mehr, sag jetzt mal, Sammlung als Lücken, oder? Also. Ja, aber da ist halt gerade das Problem. Da liegt die Betonung eben auf Sammlungslücken schließen. Das ist halt relativ schwierig. Also im Normalfall, wenn du irgendwo auf Börsen gehst oder in den Läden, auch im Ausland oder so, du guckst halt auf die wirklich zwei, drei Sachen, die du unbedingt noch haben willst. Aber das sind natürlich auch die zwei, drei Sachen, die unbedingt rar sind. Ne? Ja. Also siehst du jetzt nicht nur unbedingt nach einer bestimmten Platte, die du mal hören willst, sondern du bist da schon ganz speziell unterwegs. Das muss dann auch eine besondere Pressung sein. Nö, das nicht, aber es... Also meistens Sachen, die ich tatsächlich hören will. Ja. Ich bin ja auch teilweise ein bisschen in dem Sektor von Live-Platten unterwegs. Also, da ist, also bestimmte Pressung. Ich sage mal so, es kommt immer darauf an, wenn ein Repress schlechter gemacht ist von der Ausstattung und so weiter als eine Originalpressung, dann gucke ich natürlich nach der Originalpressung. Ja. Also aber bist da jetzt nicht, es muss unbedingt die Originalpressung sein. Nee. Aber hast wahrscheinlich schon so manches Schätzchen in deiner Sammlung, ja? Ja. Kommt über die Jahre schon was zusammen. Ja, glaube ich dir gerne. Ich bin ja kurz davor, dir die indiskrete Frage zu stellen, wie viele Platten du eigentlich hast, aber vielleicht der Gentleman schweigt. Gehen wir mal von viel aus. Wir können von viel ausgehen, ja. Wie war das? 1, 2, 3, viele. So. Und du hast heute auch zwei gefunden. Bisher zwei, ja. Magst du mal zeigen, was das ist? Also das eine hier ist eigentlich irgendwie nichts Besonderes. Das ist eine Platte von Indochine, französische New Wave Band. Okay. Relativ gut. Also wir haben eigentlich auf jeder Platte ein bisschen anderen Sound gemacht. Mhm. Also die haben halt mal wie Depeche Mode geklungen, konnten aber auch mal wie eine 80er Gitarren-Ghost-Band klingen. Ja. Also von daher ganz nett. Gab es günstig in der Wühlkiste, kann man immer mal mitnehmen. Ne? Aha, cool. Also hier noch original mit, auch original Inlays und so weiter dabei. Ja. Ist also auf jeden Fall mal eine Platte, die man gerne mal ab und zu anhören kann. Aha. Und diese hier, das ist ein Tipp von einem Freund gewesen, der ja vorhin auch da war. Das ist eine Metalband. Aha. Und bisschen so in die progressivere Ecke gehend. Ah, okay. Also ich kenne die Band ein, zwei Songs, also die Platte kenne ich auch noch nicht. Und er hat gemeint, er hat mir die halt empfohlen, ich soll die kaufen, die ist gut. Und wenn den kenne ich schon so lange, wenn er mir was empfiehlt, dann... Bist ein anständiger Typ, wenn man dir sagt, dann kann man auch durchaus davon ausgehen, das ist was mir gefallen könnte. Und von daher, okay. Das war jetzt eigentlich quasi das, was man als Blindkauf bezeichnet. Ja, verstehe. Okay, werde ich auf jeden Fall mal reinhören, habe ich auch noch nie gehört, aber
Dafür ist man ja da, man quatscht mit den Leuten, genau, und entdeckt mal was, was man nicht gesucht hat. Auch Metal ist relativ viel da, weil es ist ja erstmal so das Gerücht rumgeflogen, da gibt es nur Hip-Hop oder so. Und das kann man ja nun beileibe nicht sagen, auch wenn der Lukas jetzt mit Vinyl Express vielleicht da als Veranstalter einen Fokus drauf hat. Aber ansonsten ist eigentlich irgendwie alles da, ne? Ist relativ bunt gemischt. Ich meine, viele von den Händlern kennt man natürlich auch schon von den einschlägigen Plattenbörsen und so. Oder vom Flohmarkt. Aber relativ vielfältiges Programm hier, finde ich. Cool. Ja, wenn du später noch irgendwas findest, kannst du ja nochmal in die Kamera reden. Ich habe nur so 2-3 Sachen auf der Liste. Da muss aber noch ein bisschen, da müssen noch ein paar Preisverhandlungen gemacht werden. Magst du uns noch eine Platte verraten, auf die du aus bist? Es gab da noch einen Pink Floyd Bootleg von Swinging Pig. Aha. Also ein legendäres Swinging Pig Label, ist vielleicht auch bekannt so einigermaßen. Ja. Der mir noch gefehlt hat, der wäre vielleicht noch eine Sache. Okay, aber da musst du noch ein bisschen feilchen. Muss ich mal mit dem Händler noch eine Runde reden. Ah, zur Not kommen wir noch ein drittes Mal und ein viertes Mal. Und am Ende klappt es dann vielleicht. Ja, dann drücke ich dir mal die Daumen und cool, dass du dir kurz Zeit genommen hast. Kein Thema. Vielleicht hört man dich ja demnächst nochmal hier. Immer gerne wieder. Im Podcast. Gibt ja noch einige Themen, die wir da abackern könnten. Wir können auch einiges. Das ist ja auch schon ans eingefallen, aber wir verraten nichts. Wir verraten nichts, aber wie gesagt, kommt. Es gibt immer gute Themen. Genau. Auch, denke ich. Also auf jeden Fall schön, dass man dich jetzt auch mal gesehen und nicht nur gehört hat. Jürgen, okay. Vielen Dank. Alles klar. Wir sehen uns im Koi. Bis dann. Ciao. Ja, da treffe ich mal wieder hier Leute aus der Community. Diesen jungen Mann hier, den kennt ihr aus dem Chat. Denn bei dem ein oder anderen Livestream bei Richie oder hier bei Planet auf Platte, da liest man ihn, da hört man ihn und man trifft ihn auf der HiFi-Messe. Aber wenn wir uns jetzt persönlich gesprochen haben, darfst du dich mal kurz vorstellen, was ist dein Nickname, woher kennt man dich? Ja, also erstmal, ich bin schon ein älteres Baujahr, 1956, so wie mein schöner VW-Bus da auf dem T-Shirt, leider nicht mein eigen. Also ich bin jetzt 67 Jahre alt, bin auch hier in Karlsruhe geboren. Musik war meine erste Liebe, Music was my first love. Ja, im Chat bin ich als Number of the Beast unterwegs, habe gerade zum Timo gesagt, es wird sich ändern, also ja, okay. Ich bin da gern dabei, ich höre zu, war gestern dabei und die Unterhaltungen sind immer witzig, informell. Mir macht es einfach Spaß und das neue Medium, es ist ja gar nicht mehr so neu, bringt jetzt was, wo ich auch dran teilhaben kann, trotz meinem fortgeschrittenen Alter. Ja, cool. Und jetzt hier Zusammentreffen auf dem Vinyl-Flohmarkt in Karlsruhe. Ist das dein erster Flohmarkt oder hast du die anderen zwei auch schon besucht, die dann in der Kulturküche waren? In der Kulturküche war ich dieses Jahr einmal. Mhm. Und wenn ich nicht am Gutenbergplatz an der Säule das Werbeplakat für heute gesehen hätte, wäre das an mir vorbeigegangen. Ach so, okay. Da hast du ja Glück. Das war also Zufall. War Samstag, Markt, Einkaufstag. Ja. Da vorbeikommen, 30.09. In den Kalender geschrieben, eingeritzt. Aha. Und heute bin ich da. Okay, cool. Ja, erzähl doch mal, gibt es irgendwas, was du aktuell suchst, wo du hier konkret nachschaust oder bist du einfach flexibel immer da? Ich gehe eigentlich immer ohne große Vorstellungen zur Plattebörse, schaue so durch, dann trifft man mal ein bekanntes Gesicht, wo man schon lange vielleicht nicht mehr gesehen hat, was schön ist, dann unterhalten wir uns. Und wenn ich irgendwas finde, wo ich sage, das ist, das kaufst du dir, dann nehme ich das mit. Aber jetzt so ganz gezielt hin und wieder jagt, einen Tipp kriegt, was hört, dann schaue ich danach und wenn ich es bekommen kann, auch der Preis vernünftig ist, dann nehme ich das mit. Aber so richtig jetzt mit Plan und so, einfach mal schaue, was ich tue. Ich glaube, das ist die beste Einstellung, weil das macht es entspannt und so genau. Ist man auch offen, wieder Neues zu entdecken. Ja, sehr cool. Dann wünsche ich dir auf jeden Fall genau diese Entdeckungen. Ich glaube, wir werden gleich mal anstoßen, weil mein Hals wird langsam trocken. Alles klar, Timo. War super. Hat mich auch gefreut. Viel Spaß noch. Jo. Ciao, ciao. Ciao. Jetzt habe ich hier den Text Dixie Gas, eine weitere Legende in der Region, muss man einfach so sagen. Es gab schon ein paar Berührungspunkte hier auf meinem Kanal, nämlich die sehr gerne Veranstaltung in der alten Hackerei, da moderiert er nämlich die komplette Vinylzerstörung, die Vinyl-Schallplattenauktion. Ja. Und der eine oder andere Schatz habe ich ja dort schon erworben. Und jetzt bist du aber heute mit in anderer Mission hier, du hast quasi einen anderen Hut auf, bist hier heute auch Aussteller hier mit Schallplatten.
Und an der Stelle musst du aber unbedingt mal erzählen, was du sonst so machst. Du hast nämlich noch einen schmucken Laden. Ja, aber Schallplatten. Ich mache eigentlich nichts anderes als Schallplatten, und zwar seit 30 Jahren. Und das war gut so. Wir haben ja ein paar Läden in Karlsruhe schon gehört, oder ich war Teilhaber. Mhm. Und jetzt habe ich wieder so einen kleinen Samstags-Nur-Plattenladen, Dixie-Gas-Laden in Rüppur draußen, ein bisschen versteckt. Aber ich mache nichts anderes. Ich stelle Schallplatten her, ich lege auf, ich bin beim Querfunk und ich mache halt hier so ein bisschen Schallplatten. Oh, gut, dass du es nochmal sagst, weil das habe ich auch so verfolgt, diese Querfunksache. Wie läuft das so genau? Du bist ja da irgendwie über Mixcloud oder so, kann man das klauen? Genau, bei Mixcloud kann man sich die Querfunksachen alle anhören. Und zum Beispiel bei mir würdest du dann reintippen Dixie-Gas oder Querfunk Dixie-Gas und dann kriegst du alle Sendungen, die es halt so gibt. Ja. Ja, das ist auch sehr praktisch. Dann muss man sich nicht immer so vors Radio setzen um 14 Uhr, sondern kann man bequem. Ja. Ne? Ja, ich sehe schon, das wird wieder Arbeit. Also wenn ich hier mal alles verlinke, was irgendwie zu dir führt, da sieht man wieder, wo du überall deine Händchen drin hast. Und ich habe es ja schon ein paar Mal gesagt, also ich werde auf jeden Fall mal bei dir im Land vorbeikommen, dass wir den noch mal ein bisschen hier vorstellen und dann mal ein bisschen tiefer dicken. Aber auf jeden Fall schön, dass jetzt heute hier auf dem Menüflohmarkt, dass ich dich auch mal erwische. Was sagst du eigentlich hier zur Ausweichlocation? Fühlst du dich wohl? Bist du nah genug am Eis? Ganz ehrlich, ist total super. Also wenn es noch 10 Grad wärmer wäre, dann wäre das so die Top-Angelegenheit des Tages. Ist okay. Es wahrscheinlich eh schon so. Also ja. Ich finde es ja super, vor allem mit dem schönen neuen englischen Rasen, den die Stadt mit sich da reinlegen lassen. Ja, ja. Und super, Eis ist gut, Bewirtung ist gut, Stände sind super, Schirme sind super. Also heute ist eine Top-Börse. Ja, ja, also ich würde sagen, den Rasen müssen wir sowieso mal noch irgendwie mehr nutzen. Das ist ja nur so ein Gehweg, um von einem Stand zum anderen rüber schneller zu kommen. Vielleicht doch noch mal kicken oder so irgendwas in die Richtung. Auf jeden Fall habe ich schon mitgekriegt, dass du hier auch promomäßig aktiv bist. Also nicht nur ich. Du hast das Eis schon promotet von Moos Blanlern. Das mache ich einfach, weil es da ist. Und weil es war wirklich lecker. Das war keine Promotion, es war einfach so ein Ausdruck meiner Freude. Ja, ist auf jeden Fall rübergekommen, weil seit du es gesagt hast, möchte ich auf jeden Fall vorbeigehen und das werde ich jetzt auch gleich mal machen. Aber möchtest du vielleicht noch sagen, mit was für Genre und so weiter du jetzt heute hier hauptsächlich unterwegs bist? Also hier, ich habe heute, weil hast du deinen Laden ausgepackt und hierher getragen? Ich schleppe ungern Platten, ich bin ja auch schon fast 50. Ja, ja. Und ich habe einfach ein kleines Sortiment mitgebracht. Ich habe 2 Kisten Metal, 2 Kisten Rock, 2 Kisten Indie mitgebracht. Mhm. Und im Laden habe ich tatsächlich, ich versuche alles zu führen. Weißt du, es gibt ja Sachen wie, die gibt es in anderen Läden in Karlsruhe wahrscheinlich nicht. Ich habe türkische Musik. Habe ich extra Fächer oder okay. Ich habe also wirklich ein gutes Folk, ich habe schöne Klassik, moderne Klassik, so Sachen wie Stockhausen oder Reinhold Weber aus Karlsruhe und da habe ich eigene Fächer. Also ich versuche wirklich viele Deckel für viele Töpfe zu haben, aber hier so nimmt man halt immer eine gepflegte Auswahl mit. Aber selbst hier hätte jetzt sein können, ich hätte ein bisschen mehr Underground Noise mitnehmen können, das wäre heute tatsächlich gelaufen. Oder ich hätte ein bisschen Reggae mitnehmen sollen oder so und das habe ich halt nicht. Aber ist egal, weißt du, komme ich heute nicht, komme ich morgen und dafür steht es halt im Laden. Aber ich möchte nicht mehr so viel schleppen einfach. Ja. Und man kann auch sagen, auf dich ist weiterhin Verlass. Also wenn es im Mai wieder Kulturküche ist, dann bist du wahrscheinlich auch wieder mit Stand. Ja, auf jeden Fall. Kulturküche ist auch super, auch eine super Location. Ja. Ne? Ist halt so ein bisschen verwinkelter. Du warst ja auch schon da. Ja, aber ja. Es ist halt charmant. Ne? Also es ist vor allem nicht so deine übliche Börse. Du gehst in so eine große Halle rein, sondern du hast hier so, ist ja wie eine Gartenparty. Ne? Richtig, also. Richtig, ja. Nee, auf jeden Fall immer ist unter Freunden und die Stimmung stimmt und auch bei dir. Also sehr cool, dass du kurz Zeit hattest und dann sehen wir uns spätestens entweder in der alten Hackerei oder demnächst im Laden. Möchtest du es eigentlich nochmal teasern? Gibt es da noch eine Veranstaltung von der Schallplattenzerdepperung in der alten Hackerei? Gibt es da nochmal einen Termin? Gibt es momentan keine Neuigkeiten, nein. Da macht es wahrscheinlich Sinn, alte Hackerei, genau. Facebook also zu folgen. Genau, also momentan ist da ein bisschen, mach ich gerade ein bisschen Pause, aber wer weiß, ne? Ja. Das ist dann okay, also weiterhin verfolgen. Sehr schön, dann vielen Dank für deine Zeit. Dankeschön. Und weiterhin viel Erfolg. Ich danke. Ja, unbedingt. So, I would say it's also an international part here on this flea market because I have now an interview with you. Can you tell us who you are and what you do? I'm David from Strasbourg. I own the Lock Roos record shop. Uh-huh. Selling record and secondhand CDs. It's all kind of music oriented, from house to techno, hip-hop, jazz, funk, post-punk, garage, rock, and psychedelic. And so you decided to pack your bags, take the whole store, and bring it here to Karlsruhe, or is it just a little part of it all? Yeah, it's maybe an half of the shop. Uh-huh. I do most, more and more, fair now, because you can encounter more concerned people about the records. In the shop, people are less lashes voguing across the records. In the fair, people knew exactly what the records are,
are much more oriented, they much more knows what they want. Okay, I see. So, if you have the chance to visit Strasbourg, you will find some Moorm records. So, I think all the people out there, you have to check this store. It sounds very interesting, and I definitely will link your Instagram account to my video so they can find you. And yeah. They can go on my website also. Yeah, I can also. All my new records are on my website with snippets, so you can listen, you can bestellen. Yeah, and, order. Pick up at the shop. And I keep records for many German customers, and they come when the shelf is full. And as you can see, you don't have to learn French, but... Ich kann Deutsch reden mit deutschen customers, So for me, it would have been also a problem if I had to interview you in French, so I'm happy to switch to English. This is my better choice. Yeah, nice that you had some time to talk with us, and I think I will see you on the next flea market in Karlsruhe in the Kulturküche on May, or? Ich hoffe, ich kann kommen. Yeah, would be nice because I know you from the second market, and it's always, it's very nice to check your vinyl. Thank you for your time and have some fun here. Ja, also der liebe Lukas hier hat gemeint, ich muss mal dringend mit dem Stefan reden. Und da hat bei mir gleich was geklingelt, weil ich habe gelesen, Baker Records, so kenne ich dich bei Instagram auch, werde ich mal verlinken, weil du schon immer hier bei den Veranstaltern, wenn irgendwie Promo zum Flohmarkt war, warst du da immer getaggt und da habe ich dich natürlich mitgetaggt. Und jetzt dürfen wir dich mal kennenlernen. Was machst du hier? Was mache ich hier? Schallplatten verkaufen, wie die meisten anderen auch. Mhm. Wann habe ich damit angefangen? Das ist eine gute Frage. Also ich habe 13 Jahre lang beim Mediamarkt gearbeitet und habe da die Tonträgerabteilung geleitet. Und war das eine Zeit, wo die Vinyl hatten oder war das nur CDs? Nee, es war also die Endzeit, wo ich dort war, da ist der Vinylboom gerade wieder losgegangen. Yeah. Und da haben wir uns dann schon sehr darum bemüht, dass wir in Karlsruhe mit die größte Vinylabteilung haben, okay, was jetzt cool. Elektrofachmärkte angeht. Also Plattenläden sind da jetzt natürlich außen vor. Yeah. Aber was jetzt Mediamärkte, Saturns und was es alles gab oder gibt, hatten wir da schon die größte Vinylabteilung und das hat sich dann relativ schnell rumgesprochen und dann kamen dann doch schon relativ schnell auch die Sammler und Vinyl ist dann auch beim Mediamarkt wieder eingeschlagen, ja, genau. Ja. Und du hast da mal einen eigenen Laden gehabt? Ich habe auch einen eigenen Laden gehabt, vor ein paar Jahren, den habe ich übernommen, das war ein Vintage-Laden, oder ist es nach wie vor, den gibt es nach wie vor. Wo ist der? In der Südstadt hier in Karlsruhe mit Vintage-Möbeln, 50er, 60er Jahre. Ah, wie heißt er? The Hunter. The Hunter, okay. Den macht jetzt die liebe Anna. Schaut da gerne mal vorbei. Aha. Werde ich verlinken, sind die irgendwo bei Instagram? Haben die eine Homepage? Wo finden wir die? Ja, thehunter.eu. Okay. Aha. Ja. Und bei Instagram überall finden wir das. Okay. The Hunter Karlsruhe eingeben, dann findet er das. Genau, den Laden habe ich damals übernommen. Hab das Sortiment erweitert um Vintage-Kleidung und habe eine Schallplattenecke mit eingeführt. Genau. Ah, und ein paar Monate, nachdem ich den Laden übernommen hatte, hat Corona eingeschlagen und ich musste schon wieder schließen. Scheiße, Konnte dann online noch verkaufen, was Möbel angeht, aber Schallplatten waren dann halt erstmal auf Eis gelegt. Das ist hart, weil ich kenne einige Leute, die gerade kurz vor der Pandemie irgendwas anfangen wollten mit Vinyl und dann war over, ne? Ja, genau. Scheiße, ja. Dann habe ich am Ende hatte ich den Laden 2 Jahre und dann war bei uns das zweite Kind unterwegs und dann habe ich gesagt, ich schraube da zurück und gebe den Laden ab, weil es zu zeitintensiv war und bin jetzt auf Flohmärkten, Schallplattenbörsen und so wieder unterwegs und das Ganze ist dann halt ein Stück weit entspannter, als wenn man jetzt einen eigenen Laden hat und selbstständig. Ja, cool. Und was bist du da so genremäßig, auf was bist du da hauptsächlich spezialisiert bei deinen Sachen? Spezialisiert bin ich jetzt gar nicht. Ich habe tatsächlich alles
von kreuz und quer bis auf Hip-Hop. Das überlasse ich meinem Kumpel Lukas, da ist der spezialisiert. Das heißt, wenn ich mal Hip-Hop irgendwie reinbekomme oder angeboten bekomme, dann vermittle ich das an ihn weiter, genau. Und ansonsten alles Mögliche mit dabei, ja, genau. Ja, cool. Magst du noch was teasern, wo man dich in nächster Zeit findet in Sachen Flohmärkten? Ist schon was geplant? Tatsächlich, wenn ich jetzt am 14.10. ist wieder ein Messplatz-Flohmarkt hier in Karlsruhe. Aha. Da werde ich sein, wenn das Wetter mitspielt. Also ich weiß, dass ich am zweiten Weihnachtsfeiertag in Frankfurt bin auf der Schallplattenbörse. Das ist immer eine recht starke Schallplattenbörse, wo die Leute dann ihr Weihnachtsgeld wieder ausgeben. Haben wir ja schon mal zwei zur Auswahl und dann kann man den Stefan mal sehen. Genau. Also insofern schaut euch das mal an, folgt mal bei Insta und ja, vor allen Dingen hier der Hunter und mal reinschauen. Und das hier weiter zu supporten. Habe ich tatsächlich auch noch nicht gehört, obwohl ich auch von hier bin. Also werde ich mal checken. Sehe, ich habe vinylistische Lücken hier. Irgendwie gibt es da bei mir ein paar Rillen, wo die Nadel noch nicht reingekommen ist. Also das ist auch da, wo der Lukas mit seinem Vinyl-Express hat er da so einen kleinen Hip-Hop-Laden. Ja. Und direkt nebendran ist auch der Hunter. Also als ich den Laden damals hatte, ist der Lukas als Untermieter rein in so einen Nebenraum. Okay. Und seitdem ist auch der Vinyl Express dort ansässig. Und dann, das wird immer eine größere Community dort jetzt, was die Anna da betreibt mit dem Hunter. Okay. Eine coole Ecke, geht auf jeden Fall mal vorbei. Ja, mega. Da würde ich mal sagen, hier Family completed, so langsam wurschtel ich mich durch. Dann muss ich jetzt wohl noch zu Anna. Genau. Sehr cool. Also vielen Dank, Stefan, dass du dir Zeit genommen hast. Und ich wünsche dir weiterhin viel Erfolg hier, schöne Platten über den Landtisch zu schieben. Na cool, danke dir. Jo, und jetzt habe ich den Thomas hier und der Thomas, der ist aufmerksam geworden hier über meine YouTube-Videos und hat mal so ein bisschen kommentiert und dann wusste ich auch gleich, der schaut hier mal vorbei und grüßt mich mal. Schön, dass wir es geschafft haben, dass wir uns hier mal auf der Couch treffen, auf der inzwischen Vinyl-Therapie-Couch, könnte man sagen, wo wir halt mal so ein bisschen über Schallplatten sprechen. Bist du zum ersten Mal hier auf dem Flohmarkt in Karlsruhe? Bei dem Kleine, ja. Ich war früher, habe ich sogar in Karlsruhe gewohnt, durch den Beruf und war Stephansplatz, war als mal ein Flohmarkt oder halt auf der Börse. Okay. Partnerlandhall hier in Karlsruhe oder jetzt ist es in Durlach, aber in Durlach gefällt mir es nicht. Der Raum ist zu dunkel und da kriegst du keinen Parkplatz. Aber kennst du die Veranstaltung jetzt von Lukas direkt, die dann auch schon in der Kulturküche stattgefunden Nein, hat? Die kennst du das habe ich nur auf einem Flyer gelesen, wie dieses hier auch. Weil diese Reihe hier von Lukas ist jetzt tatsächlich jetzt zum dritten Mal und die zweimal davor war es eben in der Kulturküche und diesmal sind sie ausgewichen, das nächste Mal dann auch wieder Kulturküche. Und ja, aber wir haben schon hier vielfach analysiert, es ist einfach eine geile alternative Location, die einfach sehr schön ist und ich frage mich jetzt mal, wie war es für dich heute inhaltlich? Also bist du mit einer festen Vorstellung hergekommen, was du suchst, was ich du flexibel? Ich gehe auf den Flohmarkt ohne irgendwelche Vorstellungen, weil man weiß ja gar nicht, wer was anbietet. Ja, klar. Von daher gehe ich ganz unbedarft. Ja. Ich habe immer so ein paar Sachen auf dem Schirm, aber im Großen und Ganzen habe ich eigentlich eh viel zu viel Platte und dann versuche ich auch das zu reduzieren. Also so nur das Nötigste mitnehmen, was immer das heißt. Genau. Eigentlich müsste ich selber verkaufen. Ja, hätte ja auch können mit einer Kiste einfach kommen und mal dazustellen, mal fragen. Das kann ich mir beim nächsten Mal tun. Bloß, ja gut, ich bin jetzt mit dem Zug da, dann ist das natürlich echt schlecht. Das stimmt. Denn du bist ein Pelzer Bub. Ja, selbstverständlich. Ja, sehr geil. Also musst du es auch nicht verstecken im Dialekt. Ich liebe das ja. Wir sind ganz oft in der Pfalz, Weinchen trinke und so weiter. Wenn es der Rest von der Welt versteht, ist es gut. Also Vinyl ist auch hier eine Völkerverständigung zwischen Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz mal wieder. kann man auch festhalten. Sehr schön. Ja, cool. Magst du uns mal ein paar Platten zeigen, die es heute in deine Sammlung geschafft haben, die du hier findest? Also, muss dazu sagen, ich bin eigentlich so der Bootleg-Sammler. Ach so. Also die Schwarzpressungen, Raubkopie. Folgst du dem Floyd 43? Der ist ja darauf spezialisiert. YouTube. Ja, durch den, das war der Erste, der das publik gemacht hat mit den Raubkopien. Und ich habe auch schon früh angefangen. Aha. Und die Preise, die da mittlerweile gestaffelt sind, hier war auch einer, der hat auch so 3-4 Bootlegs dabei, aber hallo, das kannst du nicht bezahlen. Also das, was ich hier gekauft habe, das war vom Steve Hackett, kennt man, von Genesis.
gefällt mir einfach gut. Seine Musik gefällt mir gut und das, was er mittlerweile natürlich zuhauf mit Live-CDs und LPs wieder rausbringt, Ex-Genesis-Musik bringt, der bringt es aber richtig gut rüber. Ja. Das ist ja alle Platte, ich kenne die gar nicht. Aha. Ich habe eigentlich auch wenig Solo-Platte von den Genesis-Musikern. Und die hat jetzt 4 Euro gekostet, die ist top. Also ich hole jetzt Vinyl nicht raus, aber es ist keine Kratzer, nichts drauf. Ja. Da kann man nicht Nein sagen. Ja, cool. Da habe ich nicht Nein sagen können. Nee. Und die zweite Platte, die ist auch top in Schuss. Ja. Das ist von der Steve Miller Band, eine Live-Band, Live-Platte. Und das ist auch so ein Fable von mir. Ich habe mir, wenn ich Live-Platte früher gekauft habe, habe ich die meistens im Doppel-LP, Doppel-Vinyl gekauft, weil ich dann mir gedacht habe, da ist ein komplettes Konzert drauf. Ne? Mhm. Aber manchmal waren es nur Mitschnitte. Ja. Und die ist auch top. Cover, Platte, top in Schuss, ist sogar noch ein Inner Sleeve dabei. Mhm. Und ja, die hat einen Fünfer gekostet. Da kann man nichts sagen. Von dem Steve Miller Band habe ich, glaube ich, 1 oder 2 Schallplatten. Ja. Und da sind ja alle Hits drauf. Gut, das Abracadabra, das war mir dann schon wieder zu poppig, ne, irgendwie. Aber im Großen Ganzen, wie ich gedenke. Ja. Live ist live, die nehme ich mit. Sehr schön. Ja. Ja, cool. Also auf jeden Fall schön, dass man jetzt auch mal Leute live trifft, die man irgendwie dann nur aus Kommentaren und so weiter kennt, und hier mit der Nähe bietet sich das einfach an. Also vielleicht gehen wir ja demnächst mal Woi trinken oder so. Keine Mama, das ist ja nicht weit weg. Ne? Wir waren drum. 40 Kilometer weit weg. Ich wohne zwischen London und Bad Bergzaubern. Du kannst auch mal beim Bike kommen bei mir, kannst da mal Plattensammlung angucken, wenn du Lust hast. Da kommt noch eine Einladung. Gut, dass du schon mal deine Nummer gespeichert hast. Das klingt sehr gut. Ja, Thomas, geil, dann wünsche ich dir auf jeden Fall noch ganz viel Spaß hier auf dem Vinylflohmarkt. Vielleicht schleifst du ja noch ein bisschen weiter und findest noch was anderes. Auf jeden Fall freut mich, dass du kurz Zeit hattest für einen kleinen Quatsch. War also schön mit dir. Ja, fand ich auch. Gerne Neuauflage. Ja, ich hoffe, mein Vinyl und Report hat euch Spaß gemacht und ihr konntet so ein bisschen mit dabei sein, auch wenn ihr vielleicht nicht dabei wart oder ihr habt euch einfach gefreut, das Video nochmal zu schauen. Vielleicht seid ihr irgendwo im Hintergrund oder auch direkt vor der Kamera zu sehen gewesen. Ich würde mich sehr freuen, wenn ihr mal einen Kommentar da lasst, wie es euch gefallen hat, wenn ihr dort wart. Vielleicht wart ihr auch schon mal auf einem früheren Vinylflohmarkt. Auch da könnt ihr gerne berichten, gerade wenn ihr den Vergleich kennt zwischen Kulturküche und jetzt der Ausweichlocation Stadtmitte. Schreibt gerne auch rein, wenn ihr mal plant, beim nächsten Vinylflohmarkt dabei zu sein. Diese Veranstaltung, die ihr jetzt hier live erlebt habt, die war ja am 30. September, an einem Samstag. Und das Ganze findet aber wieder statt an einem 11. Mai. Und zwar auch wieder samstags 2024. Tragt euch das auf jeden Fall in den Kalender ein, dass es nicht vergessen geht. Und dann freue ich mich, ganz bestimmt werde ich auch mal wieder vorbeischauen, wenn nicht irgendwas dazwischen kommt. Hab's auf jeden Fall in den Kalender eingetragen. Und freue mich drauf. Insofern lasst gerne einen Kommentar da. Vielleicht auch zur Kopfnicker. Vielleicht habt ihr die auch. Vielleicht sucht ihr die. Vielleicht habt ihr es noch kürzlich im Stehen gesehen. Freue mich über alle Kommentare. Und dann sehen wir uns im nächsten Video. Also bis dann. Ciao.